Oh, Alter, was geht ab, Leute? Und hier? Jetzt gibt's super saftig Philly Cheesesteak. Ja, sowas gibt's auch in München. Sowas findet ihr nur bei mir. So, da haben wir das gute Stück, Leute. Mashallah. Plus! Yo. Heute wird sich gegönnt. Yo, ich habe nicht geschlafen. Das heißt, ich bin seit 12 Stunden wach. Und in den 12 Stunden hätte ich schon frühstücken und Mittagessen können. Also ich kenne nur zwei Läden in München, die überhaupt Chili Cheesesteak anbieten. Und einer davon nur einmal im Monat. Oh mein Gott. Boah, Digga, wo beiß ich da rein, Mann? Ich muss ein Opening finden, damit es oben nicht rausquillt. Ich glaube, dafür ist die Gabel da. Mmh. Boah, echt geil. Leichte Schärfe, der Käse, mein Gott, der Käse. So richtig geil, weiches Brot, Mann. Was halt perfekt dazu passt. Aber außen leicht knusprig. Innen alles voll mit Käse. Mein Gott. Geheimtipp an alle Münchner. Zartes Fleisch. Geil angeröstete Zwiebeln. Perfekte Schärfe, nicht zu scharf, so dass es das Fleisch und alles überdeckt. Aber es gibt einen guten Kick. Sowas kann nur geil sein. Ja, überall Käse. Das Brot ist so richtig geil. Geile Konsistenz. So richtig geil zum Kauen, Mann. Ich liebe das. Hat sich auch ein bisschen vollgesogen. Oh mein Gott. Mhm. Aber jetzt beginnt die Mittagspause. Jetzt kommen die ganzen Arbeiter her. Digga, warum ist kein Philly Cheesesteak Laden? Kompletter Laden in München. Pommes Check. Ist solide, aber schwierig. Weil letztens bei Hans Kebab, mein Gott, waren die krass. Mmh. Oh. Mmh. Oh, das ist lecker. Da schmeckt man auch richtig das Fleisch raus. Also ich bin zufrieden. Digga, das kriegt ein super saftig von mir. Wie Barisch sagen würde. Zum Glück sind wir gleich fertig. Was? Ich bin voll, aber das war. Das ist genug, gell? Das war ja, sehr mächtig, aber sehr lecker. Dein Job, so, also mein Ding, so rumfahren und Essen probieren. Nee, das ist. Also, ich will zu meinem Job machen, beziehungsweise zu meinem zweiten Stand, also Krypto ist eigentlich mein erster Job. Da kriegt man so Rendite zurück, so Zinsen, Staking, genau. Bitcoin, DeFi und Crow hauptsächlich. Also, wie hier. Solana. Ja, das war nicht so toll, aber das soll mich an die harten Zeiten erinnern, an die schlechten Entscheidungen. Aber ich denke mir, wenn man ein gutes Produkt hat und dann gibt es ja nicht so viele, also ich kenne jetzt einen einzigen Laden, der es einmal im Monat anbietet, also sonst kenne ich keinen einzigen, der für die Cheesesteaks in München anbietet. Ja, genau. Das kennen halt auch nicht so viele und du weißt ja, wie das ist mit den Leuten, wenn man was nicht kennt und so. Dann und die sind halt, viele sind halt auch geizig, was Essen angeht. Okay, also ich muss groß rauskommen und dann wird das Video einschlagen und dann kommen ganz viele Leute. So, sehr nette Leute oder sehr nettes Pärchen. Was geht hier so ab? Hier, oh, hier drin ist ein Rewe und DM. Ah, hier ist Food Lounge.
Oh mein Gott, voll sein Urgroßvater, Mann. Mittagspause kickt rein. Der ist für dich, Briten. Muss jetzt ein paar Sachen erledigen und dann treffen wir Matt von den Trade Brothers für das monatliche Meeting, eine Shisha rauchen. Get up, Bro. Alles gut? Erzähl was für die Kamera, Bro. Ich brauch Content. Ich muss auf 8 Minuten kommen. Auf 8 Minuten? Und wo sind wir gerade? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir sind bei 7.30 oder so, da muss ich nicht so viel erzählen. Heute essen. Und dann kommt noch das hier dazu und das muss zusammen 8 Minuten ergeben. War schwer, Bro. Was soll ich jetzt erzählen, Mann? Bei 8 Minuten kannst du mehr Werbung schalten. Ah, gib mir irgendeine Vorlage. Ich wollte irgendeine Vorlage. Eine Vorlage? Wow. Gib mir irgendeine Vorlage. Machen wir Werbung für Trumps Turnier. Okay, der Sticker stimmt jetzt nicht mehr ganz. Legends League ist jetzt hoffentlich bald wieder. Komm vorbei, Goat spielen, Yu-Gi-Oh! Könntest du dann gegen Nico verlieren? Stimmt, Nico, bester Goat-Spieler und bester Holiday-Vlogger. Ich bin sehr, sehr großer Fan. Ich schwöre wirklich. Ich bin ein sehr großer Nico-Away-Fan. Hey, ich weiß nicht, ob ich irgendwas davon verwenden werde. Schau, Leute, darüber können wir reden. Wie viele Jahre Knast würdet ihr euch auf euch nehmen, bevor ihr abhaut? Also 10 Jahre haben wir gerade festgestellt. Da hauen wir lieber ab. Die sollen uns jagen. Bro, ich bin ehrlich, selbst bei 5 Jahren würde ich mich auch abhauen. Also selbst bei 5 Jahren würde ich abhauen. Ich glaube, 2 Jahre Maximum würde ich auf mich nehmen. Das ist so einmal Timeskip. Boah. Aber 2 Jahre schon ab. Boah, Maximum, wirklich. Ich wahrscheinlich ein Jahr. Ein Jahr Maximum. Du bist haust du lieber ab und bist gejagt und geflüchteter als 2 Jahre Knast. Aber 2 Jahre Knast? Nein. Deutscher Knast. Ja, trotzdem, Mann. Also maximal 1,5 Jahre. Vielleicht 2 Jahre, aber wirklich, wir haben gerade über 5 Jahre geredet. Nie im Leben. 5 Jahre ist. Also 5 Jahre bin ich straight abhauen. Bisschen Material, um ganz sicher auf die 8 Minuten zu kommen. Bro. Wir sehen uns. Yo, das war's von mir. Super saftigen Philly Cheesesteak. Gibt's echt sehr, sehr selten in München. Kuss geht raus an Mert. Fürs Strecken des Videos auf 8 Minuten. Das war's von mir. Check den Laden ab. Echt große Empfehlung. Schwenkt Hammer. Und wie gesagt, das gibt's halt in München kaum. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, DeFi und Crow. Crypto Cashflow generieren. Jeden Tag tracken. Serious Business. Und ciao.